Feeding to Hire da ist letztendlich auch wirklich unser Projekt und unseren Zweck geprägt. Einfach Erlebnispädagogik durchzuführen und letztendlich diesen Geist, diesen Spirit, den letztendlich auch Thor Heyerdahl ja mit an Bord gebracht hat, einfach durchzuleben und den vorwiegend Jugendlichen, die wir hier an Bord haben, einfach so weiter zu vermitteln. Er ist der Namensgeber des Schiffes, letztendlich entstanden dadurch, dass der Initiator unseres Projektes unter Thor Heyerdahl auf der Tigris-Expedition als Navigator mitgesegelt ist. Also dieses Leben, auch dieses Lebensgefühl, was Thor Heyerdahl vermittelt hat, eben Wir-Gefühl, Gemeinschaftssinn, Völkerverständigung, er hat das einfach mitgenommen. Hat, war letztendlich so, ja, kann man sagen, angefixt von der Idee, dass er halt dieses Schiff eben von der Abwrackwerft gekauft hat und zum Segelschiff dann umgebaut hat. Auf der Kieler Woche ist es ganz besonders schön, mit allen Seglern zusammen auf der Kieler Förde zu segeln. Jeder, der zur Kieler Woche kommt, trifft an diesem Pier an und man gehört auf einmal zusammen, obwohl man sich vorher nicht kannte. Was ich faszinierend finde, ist, dass man selbst bei Tagesturns eine unglaublich starke Beziehung zu Menschen aufbaut, mit denen man zusammenarbeitet. Wir arbeiten komplett händisch. Das bedeutet, man muss 4 Leute an einen Tampen stellen, um diesen Tampen holen zu können, was immer ein sehr großes Gemeinschaftsgefühl mit sich bringt. Diesen Rahmen zu haben, in dem sich Kinder und auch Erwachsene einfach nur mal wirklich neu entdecken können. Auf dem Wasser, in einem völlig neuen Kontext, ist es super eng, 50 Leute auf engem Raum, auf dem Meer, nicht am Horizont. Und man fühlt sich einfach total, oder ich fühle mich total lebendig auf dem Schiff. Und einfach ganz viel Input, ganz viel Wissen, was einfach hier an Bord ist, was man irgendwie mitnehmen kann, aufsaugen kann und was einen auf jeden Fall inspiriert und viel mitgibt.